Museumsreif ist ja auch die Ausstattung der Bundeswehr. Deshalb hat die Ampelregierung beschlossen, die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro aufzurüsten. Das soll auch die Moral der Truppe heben und Wertschätzung ausdrücken. Denn wir haben ja nun alle gesehen, dass durch Russland eine reale Gefahr auch für Deutschland besteht. Und man muss die Szenarien nur mal durchspielen. Wenn die Russen uns überfallen, dann treffen sie auf eine schlecht ausgerüstete Bundeswehr. Die könnten dann blitzschnell Deutschland besetzen. Dann müsste die NATO eingreifen. Das führt zum Atomkrieg. Wir sind alle tot. Wenn die Bundeswehr hingegen besser ausgestattet wäre, dann könnten die Russen bei einem Angriff Deutschland nicht so schnell besetzen. Es käme aber auch die NATO, um zu helfen. Es gäbe Atomkrieg. Wir sind alle tot. Aber eben später. Und in diesen Unterschied wird nun so richtig investiert. Natürlich muss sich bei der Bundeswehr einiges ändern, gar keine Frage. Die Bundeswehr galt ja bis vor kurzem auch innerhalb der NATO als Truppe von Rechtsradikalen ohne Ausrüstung, die sich für Nachtübungen warme Westen der Kollegen ausleihen müssen, bevor sie dann ihre 50 Jahre alten Flugzeuge besteigen. Das ist peinlich. Es gibt Panzer, die so alt sind, dass sie ein H-Kennzeichen haben. Es gibt Schiffe, die nicht schwimmen, und Hubschrauber, die nicht abheben. Das Großgerät der Bundeswehr ist eine Ansammlung von Beschaffungsmiseren. Seit 1972, seit 50 Jahren, fliegt zum Transport der Truppe die CH-53. Ein Hubschrauber, der inzwischen mehr Wartungs- als Flugstunden hat. Und ich glaube, die Chance, ein funktionierendes Kampfflugzeug zu finden, ist im Deutschen Museum größer als bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr wurde ja immer weiter runtergerockt im Laufe der vergangenen Jahrzehnte. Im Kalten Krieg hatten wir noch eine Truppenstärke von 500.000 Soldaten. Es gab damals auch jede Menge Ausrüstung und Waffen, die jetzt fehlen. Wie auch der ranghohe Ex-General Egon Rams erklärt. Ich war 21 Jahre lang Kalter Krieger, 21 Jahre lang in der anderen Zeit. Als ich Kommandeur der Lokbrigade 1 in Lingen war, hatte ich 1200 Kampfpanzer in meinem Depot stehen. Also ich hätte heute in der heutigen Situation mit Blick auf die Ukraine sagen können, in Ordnung, Vorschlag an die Bundesregierung, wir geben den Ukrainern 500 Kampfpanzer. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Weil heute haben wir 286. Heute haben wir 286. Wie konnte es dazu kommen? Und warum hat sich die Bundeswehr in den vergangenen Jahrzehnten so verändert? Schauen wir uns das nochmal genauer an. In Deutschland gab es ja zu meiner Zeit noch die allgemeine Wehrpflicht. Wehrpflicht, das hieß, die jungen Männer mussten Wehrdienst leisten. Es gab da eine Musterung, da wurde einem in den Schritt gefasst. Und wer diesen Test bestanden hatte, durfte für Deutschland kämpfen. Ich weiß nicht, was die für eine Vorstellung vom Geschehen an der Front hatten. Es waren andere Zeiten. Die Wehrpflicht war hart. Man musste mit 5 anderen Typen monatelang in Stockbetten schlafen. Und regelmäßig kam jemand rein und hat geschrien, faltet euren Schlafanzug auf die Größe eines DIN A4-Blattes. Egal jetzt mal, warum. Man saß in Kasernen, die immer in so öden Käffern waren, dass man sich gefragt hat, soll ich das wirklich verteidigen? Ich weiß nicht. Ganze Jahrgänge mussten damals zur Armee oder man hat verweigert, das ging auch, da hat man Zivildienst gemacht. Das haben auch viele gemacht, Zivildienst. Das heißt, Deutschland konnte damals die Russen sowohl bekämpfen, als auch ihnen spontan 200.000 Essen auf Rädern anbieten. Das war eine ganz andere Zeit. Mit dem Fall der Mauer war dann aber der Kalte Krieg vorbei und man glaubte, die Geschichte sei am Ende. Helmut Kohl hat damals beschlossen, dass die Bundeswehr verkleinert werden sollte und nicht mehr in erster Linie das Land verteidigen sollte, sondern eine internationale Eingreiftruppe werden sollte. Das war der Plan. Dann kam Gerhard Schröder mit dem Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Scharping, ein Mann, der dadurch bekannt wurde, dass er während die Bundeswehr im Kosovo gekämpft hat, mit seiner Freundin auf Malle das Seepferdchen-Abzeichen nachgeholt hat. Scharping führte damals eine Bundeswehrreform durch, wonach die Teilstreitkräfte, also Luftwaffe, Heer und Marine, ihre Ausrüstung nicht mehr direkt ordern konnten. Es wurde eine Streitkräftebasis eingeführt, in der alle Angelegenheiten dann zusammenlaufen sollten. Was natürlich mit viel mehr Bürokratie verbunden war, sodass bis heute jeder Vorgang bei der Bundeswehr endlos dauert. Jede warme Socke, die angeschafft wird, muss vorher von Juristen, Beamten, Gutachtern so lange geprüft werden, bis der Winter vorbei ist. So, Rudolf Scharping wurde gefeuert. Wenig später tanzte die Bundeswehr nach der Pfeife von Angela Merkel oder, wie man die Pfeife damals nannte, Karl Theodor zu Guttenberg. Ja, das lasse ich gelten. Der kopierte als Verteidigungsminister nicht nur seine Doktorarbeit, sondern auch die Peinlichkeit von Rudolf Scharping. Guttenberg verkleinerte die Bundeswehr nochmal auf 180.000 Mann und setzte die Wehrpflicht aus. Und plötzlich merkte man, Moment mal, im Fall der Fälle könnte diese Bundeswehr das Land jetzt nicht mehr verteidigen. Das musste geändert werden, also wurden Berater
engagiert. Allein im ersten Halbjahr 2019 gab Verteidigungsministerin von der Leyen 154 Millionen Euro für Berater aus. Aber keiner von diesen Beraterinnen und Beratern kam mal auf die Idee, den Ratschlag zu geben, dass Putin eventuell noch gefährlich sein könnte. Das hätte vielleicht ein anderer Berater den Beratern sagen müssen. Das wären sogenannte Beraterberater gewesen oder auch Beraterberaterinnen. Die gab es aber nicht. Und für diese 100 Milliarden jetzt könnte man sogar eine ganze Beraterarmee einstellen. Das wäre super, die könnten dann an der Front die Russen beraten, was man mit dem Tag eben noch so anstellen könnte, statt andere Völker anzugreifen. Ich begrüße nun zu diesem Thema vom Beschaffungsamt der Bundeswehr den Leiter der Wehrtechnischen Dienststelle Koblenz, Maximilian Schaffroth. Herzlich willkommen. Herr Ehring, wunderschönen guten Abend. Wir kommen ja heute nicht gut weg bei Ihnen. Das werden wir jetzt aber ändern. Da bin ich gespannt, Herr Schaffroth. Ja, aber gerne. Ich freue mich, dass ich heute sprechen darf für das BAINBW. Wir sind eine Truppe von 12.000 Mann. Wir sind so das Backoffice der Streitkräfte. Ja, wir sind breit aufgestellt. Ich sag mal, unser Organigramm ist länger als die Gorch-Fock hoch. Man nennt uns auch die Bleistiftbrigade. Und ich versichere Ihnen, Herr Ehring, die Bleistifte sind gespitzt. Das Fax ist auf On. Wir sind auf Gefechtsstation. Herr Schaffroth, Olaf Scholz hat Ihrer Behörde einen Geldsegen von 100 Milliarden Euro beschert. Ich meine, wäre es da nicht mal an der Zeit, das Fax auszutauschen? Das machen wir ganz bewusst. Wir sagen, stay analog. Ja? Du kannst einen Leitsordner nicht hacken. Wir sagen, laminieren statt digitalisieren. Wir setzen auf Unhackbarkeit, Unhackability. Wir sagen, Upcycling, ja? Nachhaltig hochrüsten. Wir haben schnellere Motoren für unsere elektrischen Hängeregister besorgt. Bitte? Wir haben die Rohrpostkompression auf 10 bar erhöht. Das ist Torpedo-Speed. Wir haben jetzt endlich Geld, da sind wir auch glücklich drüber, aber wir wollen umsichtig wirtschaften. Nach jahrzehntelangem Sparkurs haben wir zum Beispiel jetzt erstmals wieder Geld, um das Licht im Keller einzuschalten. Das war ein tolles Gefühl. Herr Schaffroth, vielleicht wurde bisher einfach viel Geld verschwendet, weil Sie eine ineffiziente, aufgeblähte Einkaufsabteilung sind mit sagenhaften 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist nicht fair gegenüber den Kollegen. Ich muss Sie da auch korrigieren. 12.030 Mitarbeiter. Als wir das Licht im Keller eingeschaltet haben, haben wir noch mal 30 Mitarbeiter entdeckt aus alten NVA-Beständen. Denen wurde in 1990 der Befehl gegeben, da zu warten, bis jemand Bescheid gibt, was mit den 2.700 Luftabwehrraketen passieren soll. Ist vergessen worden. Tut Ihnen leid. Ich habe das Gefühl, der Ernst der Lage ist da noch nicht so richtig angekommen. Die geopolitische Situation erfordert doch eine moderne Bundeswehr. Wir müssen also schnell handeln. Wir müssen offenbar Beschaffungsprozesse radikal vereinfachen. Sie haben 100 Milliarden Euro, das ist doch was. Dann geben Sie sie sinnvoll aus. Hallo, Ehring ist ja längst, das Geld ist ja längst verplant, ist ausgegeben. Wofür? Ist gar nicht mehr da. Für Rückstellungen. Für Rückstellungen? Ja, das verstehe ich. Rückstellungen. 30 Milliarden für die Neuverfugung des TIC-Decks der Gorch-Fock. 30 Milliarden für den Rechtsstreit in Sachen Sturmgewehr. Da sind noch 40 Milliarden übrig, aber die sind auch schon weg. Was heißt das, die sind weg? Die 40 Milliarden sind weg? Was haben Sie mit denen gemacht? Haben wir Socken gekauft. Wir haben Socken gekauft, aber nicht die Art Socken, mit denen Sie nach Ladenschluss hier durchs Wohnzimmer schlürfen, sondern Hightech-Socken. Ich rede über Smart Socks mit Schrittzähler, Zehenheizung, Anti-Rutschnoppen, Teflon-Tarnkappengewebe, also im Feindradar nicht sichtbar. Das ist eine Kooperation von Tefal, Trigema und Krauss Maffei. Allein der Tarnkappeneffekt hat uns 9,5 Milliarden Euro gekostet. Gut investiertes Geld. Sie geben 9,5 Milliarden für Socken aus? 9,5 Milliarden für Socken. Wir brauchen einsatzfähige Flieger, U-Boote, Panzer. Warum bestellen Sie nicht einfach funktionierende Waffen plus Socken? Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Das ist oberstes Gesetz. Das Befehl von ganz oben, das im BAAINBW, nie zwei Vorgänge gleichzeitig, das führt zu Kollisionen in der Rohrpost. Wir haben 2011 gleichzeitig Panzer und Socken bestellt. Das ist ein fataler Fehler. Eine logistische Supernova, ein Rohrpost-Blow-up, das Gebäude ist bis heute nicht mehr betretbar. Seitdem sind wir dazu übergegangen, dass immer nur ein Mitarbeiter eine einzige Warengruppe bestellen darf. Und die anderen 11.999? Ja, die sehen zu, dass der beim Bestellvorgang keinen Fehler macht. Ist doch ganz klar. Wir sagen keine Schnellschüsse, denn wir wissen aus Erfahrung, wer schnell schießt, dem verzieht es den Lauf, Herr Ehring. Vielen Dank, Maximilian Schaffroth. Sehr, sehr gern. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten. Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.